Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Wir müssen jetzt die sammelbaren Gegenstände finden. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, die Herzen nachzuholen seit dem letzten Part. Ist aber vollkommen egal, das mache ich jetzt wahrscheinlich gleich noch mit dem Dinge. Also wir suchen jetzt schnell die Fluss... Ne, die Flaschenhütte in diesem Level und dann hole ich noch ganz schnell die Herzen nach. Was hier wahrscheinlich für mich eher zum Problem wird, statt so, mal schnell zu machen. So, aber trotzdem holen wir uns jetzt erstmal schnell die Flaschenhütte ab. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. So, hier sind alles nur richtige Zelte, das brauchen wir nicht. Mein Controller spinnt rum, merkt, seht ihr das? Mein Controller spinnt mal wieder rum. Ich weiß nicht warum, aber das spinnt in letzter Zeit immer mal wieder rum. Was mir nicht gefällt. Ah, und hier ist die Flasche doch schon. Okay, dann hole ich die Herzen nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Boah, waren die Herzen schwer. 10 Minuten habe ich jetzt daran gesessen, um die Herzen ins Ziel zu kriegen. Aber jetzt hat es zum Glück geschafft. Wir holen uns diese Grinseblume ab und schauen, was das nächste ist. 5-mal die Bälle. Kippblöcken herum. Okay, das heißt, ich muss hier das suchen. Kein Problem, hier muss ich auch noch die Herzen machen. Ja, das kriege ich doch dann damit auch noch hin. Wenn ich jetzt schon in dem einen Level die Herzen gekriegt haben, die waren super schwer, muss man einfach sagen, kriege ich auch hier die Herzen hin. So, wie viele Sammelbaren-Gegenstände gibt es eigentlich? Habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Muss ich gleich mal gucken. So. Was war das Libelle? So, ich nehme einfach mal die drei mit, weil die sind schon wichtig. Okay. Wie sehen die aus? Okay. Blau mit Flügeln. Also ich muss einfach hier in der Luft eigentlich auf Blaues achten mit Flügeln oder hier unten. Nachdem, ich habe eins. Gut. Erstes Hammer. Das ging so relativ flott. Lass mich nach dem zweiten gucken. Ne, da oben, das ist ein Flugzeug. Das brauchen wir also nicht. Bin mir nicht sicher, ob da hinten was sein kann. Lasst mich das mal bitte überprüfen. Nein. Okay. Hier oben ist nichts, das heißt, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Wer sein kann, aber die kommen jetzt gerade übelst spät da hinten, ne? Und ich sehe die nächste Libelle schon. Ja, ich muss erstmal den richtigen Stand finden. Da. So, Libelle Nummer 2. So. Hier müssten Herzen drin sein, Gott sei Dank. Die muss ich auch noch ans Ziel bringen. Okay, gut. Treppe ist gebaut. Und kurz Herzen. Es fehlt noch 3 Libellen, ne? Genau. 3 Stück. So, ich hoffe, dass dort jetzt nichts waren, die Bälle. Aber ich denke mal nicht. Da waren nur diese 2 Dings. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass oben noch was ist. Ne, keine Libelle. Okay. Hätte ja sein können. Aber anscheinend gar nichts. Hier sind noch Herzen drin. Ja, die hätte ich jetzt ein bisschen später gebraucht. Ah, und da ist eine Libelle.
Okay. Die Bälle 3. Hammer. Wow. Ah, super, jetzt brauche ich wieder Herzen. Okay, und haben wir 5 Herzen. Das hat gut funktioniert mit den Herzen hier. Bis jetzt funktioniert es auch noch. Okay, da hinten brauche ich nichts abschießen, so wie es aussieht. Ja. Vorsichtig aber runterfallen, bitte. Ja, ich habe so eine böse Vorahnung. Deswegen gehe ich mal hier hin. Aber hier ist nichts, außer ein Tornadino, der gerade vorbeigeflogen ist. Ne, hier ist nichts. So, ein bisschen Geld haben wir hier. Das ist gut. Jetzt wäre ich fast vorbeigesprungen, um zu schauen. Ah, ich sehe die. Nächste Libelle, die ganz fies versteckt ist, das ist Nummer 4. Fehlt nur noch eine. Einzige. So, wo könnte die denn sein? Die muss auch euch mal an diesem Areal sein. So weit entfernt darf sie eigentlich nicht sein. Ja, da ist nichts. Oh, das war jetzt knapp, du. Von meiner Seite aus. Okay, ich habe die letzte Bälle gesehen. Okay, dann gehe ich jetzt kurz ins Ziel und werde sie jetzt gleich für euch einblenden. Somit habe ich aber schon mal die Herzen sicher. Oh Gott, hier oben ist die Libelle. Wie soll ich da ankommen? Okay, jetzt. Dann haben wir 5 von 5, dann können wir das Level wenden. Dann haben wir es geschafft. Holy shit, war die schwer zu finden. Aber okay, da wir haben sie zum Glück noch im Endeffekt gefunden. Geben das nächste ab. Und kriegen dafür die nächste Grinseblume. So, dann gibt es den Trockenfisch. So, wie viele Sammelbaumgegenstände gibt es hier? Oh. Nur 7, also 5 weitere jetzt nur noch. Trockenfisch ist also hier. Und das wahrscheinlich auf der Vorderseite. Yep. Okay, uns fehlen aber die kompletten Rückseiten noch. Ich hoffe, dafür gibt es noch die Aufgaben. Wenn nicht, dann... Ja, dann nicht. Aber okay. So, dann mal gucken. Ups. Hier läuft mit dem Trockenfisch. Okay, dann legen wir los. Ja, und ich bin direkt... Lege direkt nicht los. Da ich ins Wasser falle. So. Nehmen wir uns ein paar Munition mit. Eigentlich brauchen wir nur eine, aber man weiß ja nie. Wo das sein soll. Ups. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo bei der Flaschenhütte ist. Weil da mehreres war. Alter, jetzt ab. Warum nehme ich mir auch immer mehrere Munition mit? Nee, hier ist nichts. Okay, dann ist der Trockenfisch doch ein bisschen woanders. Aber wo ist die Frage? So, Herzen nehme ich mir mal mit. Ich bin so ein bisschen herzlos gerade. So. Und da haben wir's. Den Checkpoint. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Gucken, ob es hier irgendwas ist. Nein. Dann gehen wir da drüben wieder weiter. Und gucken, wo dieser Trockenfisch sein soll.
Und ich glaube, die Dosen werden auch noch eine Rolle spielen. Im späteren. In einer späteren Sammelmission. Zumindest denke ich mir das. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke es mir. Ach, come on. Ja, super. Und jetzt habe ich einen trockenen Fisch gesehen und komme nicht ran, weil ich keine Muni habe, oder was? Na doch, eine Muni habe ich. Dann, her mit dir. Gut, dann haben wir das. Dann können wir es wenden. Und reisen zum nächsten Level für diesen Part. Ich würde auch sagen, wir machen das letzte Level einfach draus, dann ist es heute ein kürzerer Part. Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. So, wenn wir mal einen kurzen Part machen. Ich meine, uns fehlen ja auch noch die kompletten Rückseiten. Dann würde ich die einfach am nächsten Part machen. Rückseite der Kippblöcken, ja. Und schon beginnt das eine mit der Rückseite. Hier, Rückseite, Kippblöcken machen wir noch schnell. 3 Minuten 30 haben wir für die Schnüffelchenzeit, die holen wir uns noch. Und dann machen wir noch den Automaten und dann sind wir fertig für die Folge. So, komm schon, mach schneller. So. Auf zu den Kippblöcken. Holzhütte brauchen wir und so viel. Ah, viel jetzt natürlich auch nicht. Ja, das kann natürlich dauern, bis wir weiterkommen. Deswegen haben wir 3 Minuten 30, ist wahrscheinlich Zeit. Schön abgebreit. Fährt auf diesen Tornadino vielleicht sogar ein Schnüffelchen bald mit. Ah, und so komme ich wieder hoch. Okay. Ich habe 2 Munition, das ist okay. Das ist ein scheiß Ernst, Mann. Ich sehe dich da hinten schon, komm her. Gott, Mann. Ja, okay, wir haben zumindest einen von 3. Ich frage mich gerade, wie das möglich sein soll, so schnell alle Schnüffelchen jetzt hier zu finden. Autsch. Ja, klar. Treib mich noch mehr ab, Mann. Ah, das wird, denke ich mal, nicht so gerade. Wie soll das denn möglich sein? Gerade wenn die sich noch drehen. Das ist echt ätzend. Ja, den einen hatten wir auch gar nicht gehört, ne? Hier ist keiner. Und die Leute müssen auch noch suchen. Ja, komm. Du scheiß Hund, Mann. Ach, come on, wie soll ich den jetzt kriegen? Das in so kurzer Zeit. Ich muss einfach warten, bis der wieder oben ist, ne? Okay, dann einmal ein bisschen weiter runter. Bis wohin muss ich denn? Okay, bis hierher. Denn, ouch. Da hinten ist die... Danke. Holzhütte, wollte ich sagen. Die haben wir auch. Okay, jetzt müssen wir aber schnell machen. Fast nur eine Minute Zeit, um den letzten Schiffchen ins Ziel zu kommen. Ich wünschte, es wird auch mal irgendwo noch Zeit geben. Ich muss aber auch auf mein Gehör achten. Obwohl, ich kann mir eigentlich schon komplett vorstellen, wo das ist. Das ist wahrscheinlich wieder da, wo man am meisten Zeit verschwendet. Oder? Nein! Der ist nicht hier! Ach du Scheiße. Und dann muss ich jetzt aber ganz schnell weg hier. Hier bist du! Okay, dich haben wir eingesammelt. Dann jetzt aber schnell hier weg. Haut ab, ich bin durch. Gut. Geschafft. 10 Sekunden hat man noch.
Alles interessiert uns nicht mehr. Wir sind durch. Holy shit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Wir haben fast 400 Grinseblumen. Das ist sehr gut. Denn für die letzte Welt brauchen wir, denke ich mal, einige. So, ja. Danke, du hast mir die nächste Grinseblume bereichen. Hilfe im Autoschild. Finden wir Solarrennen. Solarauto-Rennrückseite. Okay, das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Jetzt werde ich noch kurz den Automaten machen. 52, ich habe sehr viel Geld gesammelt. Also es sollte reichen, um uns alle 10 Stück zu kaufen. So, was kriegen wir denn? Wolkiger Berg. Rotes Solarauto. Kippblock blau. Gelbes Solarauto. Rotes Auto. Lotusblatt. Gelber Eimer. Lippenwels. Kippblock grün. Und himmelblaues Solarauto. Okay, dann haben wir alles. Sehr schön. Dann ist nichts mehr im Jackpot da drin. Und wir haben uns alles geholt. Das heißt, im nächsten Part geht es weiter. Hier mit dem Solarauto-Rennen, Rückseite. Und mit den letzten paar sammelbaren Gegenständen sind nur noch 3 Stück. Ich bedanke mich erst fürs Zuschauen und schaue, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao!